In den 2000er Jahren hätte er eigentlich zum Fußballprofi werden sollen. Damals hat ihn allerdings eine hartnäckige Knorpelverletzung gestoppt. Vom Fußballtrennen war allerdings keine Option und so wurde er zum Freestyler und Trickshotter und hat in Österreich die Marke Leads the Ball ins Leben gerufen. Aktuell schnüffelt er an einem neuen Trainingsgerät, das die Beidbeinigkeit und Technik bei Jugendlichen fördern soll. Die Rede ist von Mike Mendoza und ich bin ganz, ganz froh, dass er heute bei mir im Studio ist, denn wir haben auch miteinander Fußball gespielt. Servus. Das ist richtig. Martin, danke für Vielen Dank für die Einladung hier ins Studio. Ja, es ist schon etliche Jahre her, dass wir gemeinsam am Platz stehen durften, aber eine unvergesslich schöne Zeit. Absolut, aber wir wollen trotzdem mal ein bisschen in der Vergangenheit kramen. Ich habe schon erwähnt, eine hartnäckige Verletzung hat dich damals gestoppt. Ein Knorpelschaden höchsten Grades im Alter von wie vielen Jahren? Ich war 18 Jahre alt, auf dem Sprung eigentlich zum Profi. Habe davor 10 Jahre bei der Austria gespielt, in den Jugendnationalteams gespielt. Und dann in einem Bewerbsspiel nach einem Zweikampf, nach einem Foul, gut, der Gegenspieler konnte wirklich nichts dafür, habe mir dann den Knöchel gebrochen und habe dann einen Knorpelschaden der höchsten Stufe gehabt und musste dann operiert werden. Somit war dann auch die Karriere zu Ende. Der damalige Teamarzt der Euro 2008 hat mir dann mitgeteilt, dass ich nur mehr zwei Sportarten machen darf. Das war Schwimmen und Radfahren. So, jetzt bist du 18, ein junger Bursch, brauchst einmal gefühlte 2 Jahre, bis du das einmal verarbeitest im Schädel. Und ich bin froh, dass ich durch die Hilfe meiner Familie, durch Freunde aus diesem Loch rausgekommen bin. 2003 hast du an einem ersten Trickshot-Wettbewerb oder beim Nike Freestyle-Wettbewerb mitgemacht. Welche Erinnerungen hast du daran und war damals schon die zündende Idee in dir drinnen? Das will ich auf jeden Fall einmal irgendwie machen. Es war eigentlich immer so, als ich bei der Austria gespielt habe und die Burschen, meine Kollegen, jeder kennt sie, Michael Madl, Rubino Cotti, Thomas Simkovic, Andreas Ulmer, David Alaba, Marko Nautovic. Wenn die eine Höhe gespielt haben, dann habe ich mich im Abseits bewegt und habe einfach versucht, Tricks zu machen, ohne dass mir der Ball runterfällt. Und das war halt meine große Leidenschaft. Deswegen bin ich dann auch 2003 heimlich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, bin ich während eines Trainings, das habe ich abgesagt und bei der Austria und bin lieber zum Freestyle-Contest von Nike gegangen und durfte dann dort unter die besten 7 von ganz Österreich kommen. Jetzt hast du selber gewusst und ich auch persönlich weiß, dass du technisch begnadet bist, aber wie groß ist dann vielleicht auch das Bammeln, sich auf so einer Ebene, auf dieser neuen Bühne vielleicht auch blamieren zu können, weil man glaubt, man ist so gut, aber eigentlich ist man der Schwächste dann? Also ich war ja damals 15 Jahre alt, also ein Kind sozusagen. Natürlich waren da 1000, 2000 Zuseher, man stand auf einer Bühne in der Jury. Edgar Davids muss man sich vorstellen, gefilmt von ProSieben. Da ist schon ein großer Druck dabei. Aber schlussendlich bin ich froh, bereue es nicht, möchte es einfach nicht missen, dass ich da mitgemacht habe und einmal ein Training geschwänzt habe. Also es war eine geile Zeit. Und dann hat das Ganze irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt, würde ich fast sagen, und Sport 1, ein deutscher Sender, ist auf dich aufmerksam geworden, nachdem du deine Videos mal via Social Media, glaube ich, vertrieben hast. Wie hat sich das dann für deine Begriffe im Nachhinein entwickelt, wie ein Lauffeuer, oder gab es dann immer so einzelne Meilensteine, wo du gesehen hast, das fruchtet? Es ist wie soll ich sagen, es hat sich einfach von alleine ergeben. Ich habe ein Video gedreht, kann mich noch erinnern, damals war YouTube noch nicht so bekannt und ich habe das dann auf Facebook gestellt und hatte vielleicht anfangs 1000 Views und dann schreibt mir der Sender Sport 1, hey du, könnten wir vielleicht ein Video für die Europa League für Werbezwecke verwenden? Und ich so, ja gern, habe mir eigentlich gar nichts dabei gedacht. Und nach Stunden hatte ich plötzlich über 70.000 Views und Freunde haben gesagt zu mir, Mike, bist du irre? Für jeden Klick kannst du heutzutage Geld verlangen. Ich kam aus der Branche nicht, kannte mich auch nicht aus. Für mich war es einfach ein Highlight, dass ich sagen konnte, hey cool, ich habe es einmal viel weiter geschafft mit dem Views und man kennt vielleicht meinen Namen international. Das war mir mehr wert als irgendein Cent am Konto. Bevor wir jetzt auf deine eigene Marke Leads the Ball zu sprechen kommen, inwiefern hat vielleicht auch dieser Auftritt von Sport 1 oder diese Kontaktaufnahme eine Rolle gespielt, dass du sagst, da bleibe ich auf jeden Fall dran oder wäre es unabhängig davon sowieso in die Richtung gegangen? Na, ich muss sagen, angefangen hat alles aus Spaß. Ja. Die Karriere ist vorbei. Ich wusste, Profifußballer werde ich nicht mehr. Habe mir just vorne eine Kamera aufgestellt in einem Wiener Park. Habe es auf Facebook gestellt, Sport 1 ist dann auf mich zugetreten, wie schon vorhin erwähnt. Und dann habe ich mir gedacht, okay,
wenn das so gut klappt, ja, wieso könnte ich dann nicht ein eigenes Konzept gründen, das dann in späterer Folge Little Ball hieß, und Kindern meine Skills und meine Tricks, meine Moves in Workshops beibringen, in Begleitung von Musik. Das war mir enorm wichtig, weil wenn ein Kind jetzt in Begleitung von Musik gabelt oder die Technik erlernt, dann ist das einfach eine viel lockere Atmosphäre, als wenn ein Trainer mit der Pfeife am Platz steht und sagt, hey, komm, geh mal Vollgas und schreit. Nein, das ist genau das Gegenteil, was ich eigentlich bin. Also Fun und Action steht da im Vordergrund auch, was man den Kindern dann mehr oder weniger beibringt. Gab es trotzdem im Aufbau von Lead the Ball immer wieder Höhen und Tiefen, wo du vielleicht auch selber immer wieder am Tiefpunkt warst, kurz vorm Ausstieg, oder war das dann ein stetiger Aufstieg? Wie kann man das vielleicht Nein, beschreiben? Nein, also ich hab nie irgendwie gedacht, mit Lead the Ball aufzuhören, sondern es ist ein ständiger, wie du sagst, ein ständiger Aufstieg in die richtige Richtung gegangen, also nach vorne. Habe dann auch gesagt, wenn ich das schon mache, dann möchte ich auch wieder auf Freestyle-Contests fahren. Und das habe ich dann erfolgreich so hinbekommen, dass ich Fußballlegende Pelé in Barcelona treffen durfte oder Mittelfeldstar Eden Hazard von Real Madrid. Und da kam mir dann der Gedanke, okay, es ist kein Spaß mehr, es geht wirklich in die ernste Richtung. Mhm. Und dann kamen Sponsoren, Ausstatter, und neben meinem Hauptberuf war das dann eigentlich mein zweiter Hauptberuf sozusagen, den ich einfach mit Freude ausgeübt habe, und das noch zum Wohl der Kinder, damit sie ihre Technik verbessern können. Auch deine Weiterentwicklung in dieser Position war mit Sicherheit von Bedeutung. Ich würde ganz gerne einen Parallelvergleich zum Dart spielen. Ziehen, weil ich glaube, jeder von uns ist schon mal vor einer Dartscheibe gestanden. Und jeder sieht aber auch anhand der Profis, wie präzise man arbeiten muss. Inwiefern war es dann auch wichtig oder wie schwer war es dann auch auf höchstem Niveau, sich trotzdem noch weiterzuentwickeln? Also so, ich komme ja grundsätzlich aus dem Fußballwesen. Freestyle ist eine andere Geschichte. Natürlich macht man das auch mit dem Fußball, aber es geht mehr in die Richtung Akrobatik. Ja, so Handstände oder 360s mit dem Ball, ohne dass der Ball den Boden berührt. Also unmögliche Tricks. Ich habe da wirklich Stunden, wenn ich jetzt zurückdenke, 3 bis 5 Stunden pro Tag trainiert, um einen Trick in den Kasten zu bekommen. Damals war es die Hölle. Wenn es dann aber Richtung Contest gegangen ist, habe ich gesagt, okay, gut gemacht, weil sonst hätte ich mich dort nicht etablieren können auf der Bühne. Weil wenn dir der Ball runterfällt oder du einen schlechten Trick zeigst, dann bist du bei der Jury mal out. Und das ist halt, du brauchst einfach Nerven aus Stahl, ja, und darfst einfach keinen Fehler erlauben. Mhm. Ja. Sport 1 habe ich bereits erwähnt, das große Medienmarke in Deutschland ist auf dich aufmerksam geworden, und du hast es bereits erwähnt, auch die ein oder andere Marke hat dich dann unter Vertrag genommen. Puma war, glaube ich, der erste Ausstatter sozusagen. Wie war da die erste Kontaktaufnahme? Wie hat der Vertrag möglicherweise ausgesehen, ohne Zahlen jetzt zu nennen? Also der erste Vertrag von Puma war so, ich kann mich noch gut erinnern, ich kam von London zurück, habe Eden Hazard getroffen, habe das Bild online gestellt auf Facebook, Instagram, und daraufhin, ich war eigentlich eh verblüfft, weil ich mir dachte, Puma Österreich nimmt mich vielleicht unter Vertrag. Nein, nein, es war Puma Deutschland, die mir dann eine E-Mail geschrieben hat und gefragt hat, ob sie mich unter Vertrag nehmen dürfen. Liebend gerne, mich wahnsinnig gefreut, und als Einzelsportler einen Ausstatter zu bekommen, ist ja sehr, sehr schwierig. Wenn man im Mannschaftssport ist, ist das eigentlich automatisch. Ja, gut, die haben Nike, die haben Adidas, die haben Under Armour. Da ist das gang und gäbe, aber als Einzelsportler das zu bekommen, war für mich ein großer Traum, und den habe ich auch in vollen Zügen genossen. Da kamen immer jedes Monat neue Schuhe, neue Bälle, neue Taschen, und ja, ich habe so viele Schuhe zu ausstehen, ich weiß gar nicht wohin. Hoffentlich hat der Liam, mein Sohn, irgendwann dieselbe Schuhgröße wie ich. Sehr gut, also da ist schon mal vorgesagt. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns vielleicht auch noch ein paar Ausschnitte, ein paar Fotos von dir an, um vielleicht auch zu sehen, wie sich dein Werdegang angefühlt hat im Dresdner Wiener Austria im Nachwuchs. Da warst du noch voll auf dem Weg hin, Profi zu werden. Ja, also wenn ich die Bilder jetzt so sehe, kommen schon Emotionen hoch. Mhm. Eine wahnsinnig tolle, schöne Zeit. Ich war ja in der Frank Stornoch Akademie. Ich hatte, das muss ich unbedingt erwähnen, wahnsinnig tolle Trainer. James Ekeleoglu, Attila Ekeleoglu, Manfred Schmid, heute mit James Ekeleoglu, bei der Wiener Austria tätig, ganz oben bei den Profis, ehemaliger Dortmund-Coach mit Peter Stöger.
Also das sind Namen dabei, die kennt man, die sind in jeder Zeitung zu lesen. Ich bin denen auch sehr, sehr dankbar, was ich von ihnen lernen durfte. Die haben mich sehr, sehr geprägt. Paul Kludowatz hat mich meine ganze Jugend begleitet. Und denen habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, dass ich so weit gekommen bin. Und ja, ich bin einfach schon stolz, dass ich solche Persönlichkeiten treffen durfte in meinem Leben. Sehr viele namhafte Persönlichkeiten sind auch anhand dieser Fotos herauszusehen, unter anderem Pelé oder Eden Hazard. Wenn man sich vorstellt, dass man solche Legenden im Rahmen eines Wettbewerbs dann auch trifft, führst du denen dann auch Tricks vor und die versuchen es nachzumachen? Oder? Nein, es ist so, Barcelona 2017, pardon, Pelé saß am Spielfeldrand, auf einem Hocker, kann ich mich noch erinnern. Er konnte sich halt kaum bewegen, weil die Hüfte lädiert war. Musste dann, glaube ich, operiert werden, wie man in den Medien dann später erfahren konnte. Natürlich stand man vor ihm und hat ein paar Tricks gezeigt und hat auf Portugiesisch zurückgeredet und das gefeiert. Ein wahnsinnig toller Typ, den man einfach umarmen konnte, mit dem man Sachen austauschen konnte, dem Fragen stellen konnte. Ich habe ihn gefragt, wie das damals war als 16-jähriger Spieler, wenn du das erste Mal ins Nationalteam von Brasilien einberufen wirst, dann das erste Mal eigentlich Brasilien verlässt, in ein Flugzeug steigst als 16-Jähriger und zur Weltmeisterschaft nach Schweden fliegst. Und er hat einfach gesagt, du, ich hatte eigentlich den Druck gar nicht. Und ich so, warum nicht? Damals zu dieser Zeit waren andere die Stars. Deswegen hat er das eigentlich locker rüber gespielt und hat, glaube ich, ich glaube, sie sind dann Weltmeister geworden damals. Und er hat etliche Tore geschossen. Also dann war einfach dann die Phase von Pelé da, wo er den Durchbruch geschafft hat. Und das mit 16, unglaublich. Und er hat bis heute, hält er den Torrekord von 1208 Toren, glaube ich, wenn mich da alles täuscht. War eine andere Zeit. Heute sind die Namen Messi und Cristiano Ronaldo und ich verstehe die Kids da draußen, dass sie sagen, hey, die sind top, aber man darf auch nicht die anderen vergessen, wie Zidane, Maradona, Beckham, Romario, Rivaldo, das sind auch Top-Spieler gewesen. Um das Ganze vielleicht abzuschließen, wer war die größte Inspiration? War es Pelé, weil er einfach so eine Legende ist? Oder gab es vielleicht auch einen persönlichen Highlight-Moment, wo du sagst, den habe ich schon als Kind verfolgt und deshalb war das eine Genugtuung? Also meine erste Weltmeisterschaft, ich habe vor kurzem mit meinem Papst darüber geredet, die ich mitbekommen habe, war 1994, da war ich starke 7 Jahre alt. Und da hat Romario einfach dominiert. An das kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Aber so grundsätzlich war mein größtes Idol immer Zinedine Zidane, weil er einfach irgendwie auch das Leben mit sich trägt, das ich ein bisschen gelebt habe. Kommt aus dem Park, wird entdeckt von Scouts, schafft den Durchbruch, wird erst im späteren Alter mit 35 so richtig gut. Und das war schon immer mein größtes Vorbild, Zinedine Zidane, Zizou. Sehr gut. 2019, 2020, das waren deine letzten offiziellen Auftritte als Trickshotter, wo du bei weltweiten Wettbewerben unter die Top 11 gekommen bist, 2020 sogar Zweiter wurdest. Und dann kam eben noch eine Operation und dann musstest du auch diese Schuhe an den Nagel hängen. Oder war das eine bewusste Entscheidung, weil du gesagt hast, irgendwann muss man den Schlussstrich ziehen? Fußball war seit meinem 5. Lebensjahr immer das Größte und das, was ich immer machen wollte, ja, meine größte Leidenschaft. Ja. Heute, ja, ich bin 34, spielte mich schon damals mit den Gedanken, irgendwann aufhören zu müssen, aber wollte einfach nach Österreich und mir selbst, meiner Familie, meinem Sohn natürlich zeigen, dass ich es noch einmal weit drauf schaffe. Deswegen habe ich dann auch noch 2020, 2021 bei dem letzten Contest mitgemacht. Bin dort leider Zweiter geworden, obwohl ich den Sieg nach Österreich holen wollte unbedingt. Aber es hat einfach nicht gereicht. Gewonnen hat damals ein Brasilianer, der befreundet war mit Ronaldinho. Ist okay, ja, wenn Ronaldinho dich pusht auf Instagram und auf den Social Networks, ja, dann hast du es als kleiner Österreicher relativ schwer. Klingt so, als könntest du dir trotzdem in deiner langjährigen Laufbahn als Trickshotter nichts vorwerfen oder hättest du irgendwann einmal eine richtigere Entscheidung treffen sollen? Nein, also ich bin der Meinung, dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe.
Ich habe nach dem Fußball, nach der aktiven Karriere gesagt, okay, die Tür ist zugegangen, eine andere öffnet sich, ich muss irgendwas aus meinem Leben machen. Das habe ich auch gemacht, bin in die Freestyle-Szene gewechselt, durfte etliche Contests gewinnen, durfte Personen kennenlernen, die man vielleicht als Hans Krankl, als Herbert Prohaska, als Tony Bolster, als Legenden treffen darf. Ja. Und somit finde ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Zum Abschluss wollen wir natürlich auch über die Zukunft sprechen und über das, was du derzeit machst. Du schnüffelst als Erfinder an einem Trainingsgerät, um die Beidbeinigkeit, die technischen Fertigkeiten von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. In welchem Stadium seid ihr gerade und wie kam dann auch diese Idee, so erfinderisch zu sein? Ja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Also ich habe für einen Contest trainiert, in meinen vier Wänden und da stand in der Ecke so ein Mistkübel und dann habe ich gedacht, gut, zum Abschluss kicke ich den mit der Ferse noch in den Mistkübel. Das waren gefühlt 15 bis 17 Meter. Dann habe ich reintroffen und jetzt stand ich am anderen Ende und dann habe ich gedacht, okay, cool wäre es, wenn der Ball wieder zu mir zurückkommen könnte und ich einfach weitermachen kann. So ist eigentlich Little Box dann entstanden, 3-in-1 nenne ich sie. Wir sind noch in den Startlöchern. Mein Prototyp steht beim Mechatroniker. Sie wird gerade verbessert und auf den neuesten Stand gebracht. Ich möchte einfach mit dieser Erfindung Kindern helfen, die es schwer haben, ihren schwächeren Fuß im Fußball, also sprich in der Technik, zu verbessern. Ja. Also das Gerät soll Kindern und Jugendlichen helfen, dass Beidbeinigkeit in späterer Folge optimiert und perfektioniert wird. Welche Rolle nimmst du hier mit ein? Ich sage mal, die technischen Komponenten und wie das Gerät dann letztendlich funktionieren soll, das überlässt du wahrscheinlich Experten. Geht es dir mehr ums Design, um die Praktikabilität, dass man das vielleicht auch quasi von A nach B bringt? Also ich habe vor 5 Jahren selbst zum Zeichnen angefangen, es selbst auch gebaut. Der es jetzt in den Händen trägt, verfeinert das Ganze. Weil wir sagen, die Funktionalität ist das Entscheidende, weil wenn das nicht ist, da kann jedes Design der Welt gut ausschauen, bringt das aber dem Sportler nichts. Und da binde ich mich halt ein und sage, okay, die Funktion muss passen und der Spieler oder die Spielerin muss einen Nutzen daraus ziehen. Ja? Sie sollen sich damit beschäftigen. Wir leben gerade in einer ganz komischen Zeit mit Corona, wir sehen es. Amateurmannschaften sind letztes Jahr oder die letzten Jahre kaum zum Zug gekommen. Die Kinder sind auf der Strecke geblieben. Ich möchte mit meinem Gerät einfach ein Zeichen setzen und sagen, hey, nehmt meine Box, stellt sie auf, wo immer ihr mögt. Sei es in einem Park, sei es auf einer Wiese, im Garten, in einem Hof, wurscht wo. Beschäftigt euch damit, trainiert eure Technik. Kommt weg vom Fernseher, kommt weg von den Smartphones. Lasst einmal die Playstation links liegen, bewegt euch, macht was für eure Gesundheit und habt dadurch auch einen gesunden Lifestyle. Ich glaube auch, dass viele Kinder, die speziell wie wir in den 90ern aufgewachsen sind, gerade diese digitale Welt gar nicht so kennengelernt haben. Das heißt, du möchtest den Kindern auch quasi so ein bisschen ein Message mitgeben, vergesst das Handy und den Computer und geht's lieber raus. Ganz richtig. Also ich würde nicht tauschen wollen mit damals. Ich bin aufgewachsen mit einem Holz-Jojo und mit einem Fußball. Mit so einem Laberl und für mich hat es nur den Park, den Käfig in Wien gegeben und das war das Highlight. Ja. Also ich bin auch kein, an alle Zocker da draußen, ich bin jetzt kein Freak oder so, ich möchte gar nicht tauschen wollen. Ja. Das ist, also es ist nicht meins. Ja. Da nehme ich aber jetzt auch die Eltern ein bisschen her und sage, sie sind natürlich verantwortlich für die Gesundheit ihres Kindes. Mhm. Man sieht es ja beim Kind ja eh selbst, wenn es Sport machen möchte, dann macht es eh selber und da braucht man kein Zwingen oder Drängen, sondern soll von selbst kommen natürlich. Aber die vielleicht Profi werden wollen oder die sagen, hey, okay, ich habe Defizite bei der Ballannahme, Defizite mit meinem linken oder mit meinem rechten Fuß, ich könnte vielleicht mit der Box von Mike Mendoza meine Technik verbessern, die möchte ich haben. Always welcome. Wann können wir uns frühestens auf den Release freuen? Gibt es also schon so ein Datum oder einen Zeitraum, wo man mit dem Produkt also rechnen kann? Wir haben natürlich alle Schritte geplant mit Pitch Deck und etliche Meetings schon gehabt, Kostenaufstellung etc. Wir wollen in diesem Jahr noch raus mit dem Produkt, aber jetzt nicht
auf Biegen und Brechen, sondern es muss passen, es muss stehen. Und dann sollen auch die jungen Sportler da draußen einen Nutzen davon tragen. Mike, besten Dank für deinen Besuch. Danke für diesen interessanten Einblick in dieses neue Produkt und alles Gute, dass sich das dann auch vielleicht als Verkaufsschlager herausstellt. Martin, danke für die Einladung. Das war also ein interessantes Gespräch mit einem Menschen, der eigentlich Profifußballer werden sollte und dann aufgrund einer Verletzung eine neue Idee hatte und jetzt auch noch zum Erfinder wird. Wenn er das Ganze dann auch noch präsentieren kann, wird er sicher wieder hier Platz nehmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag und bis bald. Boom, 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 boom.